Das dürfte interessant werden. Das ist der Eistitan und aus irgendeinem Grund sieht er nicht gerade gut aus. Ist er infiziert? Offensichtlich. Forst? Oder Fjörst? Weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Fjörst? Bewache, bist du das? Ist es nicht zu spät? Ich kann mich nicht mehr beugen. Das Gleichgewicht. Es gibt mein Element nicht mehr weiter. Jetzt fühle ich nur noch diese dunkle Partikel. Langsam. Alles Gute, herausdrückend. Velour, dieser Planet, ist dies das Ende? Ist alles darauf hinausgelaufen? Tu es einfach. Mach meinem Elend ein Ende. Wow. Du stehst First entgegen. Los, Golden Pets. Du scheinst entschlossen zu sein. Ich wünschte, ich hätte das früher sehen können. Das ist sehr dramatisch. Boom und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Koromon. Meine Güter, was war das für ein Schocker letzte Folge? Wir haben tatsächlich Thomas wieder gesehen und mussten gegen ihn antreten. Er hat das unfreiwillig gemacht. Er war bei vollem Bewusstsein, ne? Ganz im Gegensatz zum damaligen Vorfall mit der Umbra Noctis. Die hat ihn ja manipuliert und willenlos gemacht. Aber wie wir wissen, wurde die Umbra Noctis durch die Vobunianer ausgetauscht und die haben ihn irgendwie, glaube ich, wegteleportiert, weil ich das in einem anderen Video gesehen habe. Deswegen weiß ich das. Und ihn sozusagen gefangen genommen und ihn gegen seinen Willen arbeiten lassen, damit er ja weiterleben kann und damit seine Kollege Nicola weiterleben darf. Ich weiß nicht, ob sie ihn mit dem Tod irgendwie bedroht haben. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall schien er in Gefahr gewesen zu sein. Und ja, jetzt sind wir hier drinne, suchen den Eistitan und auch die Vobunianer, die werden uns mit Sicherheit nochmal gegenüberstehen. Aber richtig krass, dass wir gegen Thomas kämpfen mussten. Und er hatte auch üble Koromon, die waren nämlich, ja, verseucht. Infiziert, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ja, auf jeden Fall hatten sie ganz komisches Aussehen, rote Augen. Das sah nicht gesund aus, Leute. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sie jetzt weitere Koromon sich krallen und sie so behandeln. Und vor allem müssen wir den Eistitan finden und überhaupt verhindern, dass die Vobunianer die Weltherrschaft an sich reißen. Ne? Also here we go, Leute. Es wird geklotzt und nicht gekleckert und ich gehe davon aus. Genau davon gehe ich aus. Den wollte ich noch haben! Verzeihung. Den wollte ich noch haben! Der sieht richtig krass aus. Ja gut, Statusveränderung wollte ich sowieso nicht. So, ich würde jetzt sagen, ich verwende jetzt hier mal den Kältespinner. Also eins muss ich schon vorwegnehmen. Vor meinem Endfazit, ich muss es einfach sagen, das Design dieser Koromon, also da haben sich wirklich die Entwickler und auch die Grafiker und so weiter wirklich größte Mühe gegeben. Absolut. Also ich finde viele Designs wirklich sehr, sehr gut. Weiß nicht, dass jetzt alle komplett super gelungen sind, aber die meisten, also meine Meinung ist jetzt wirklich subjektiv, finde ich wirklich sehr gelungen. So, der Wintermantel. Das Koromon kann sich ungehindert im Schnee bewegen, was sein Fluchtwert erhöht. Okay, alles klar. So, für mich... Das klingt jetzt komisch. Sieht das, wie jemand aus der Justus heißt. Mal zum Koromon-Lager. Level 50 endlich. Und kriegt ihr jetzt eine Weiterentwicklung? Immer noch nicht. Muss man irgendwas Bestimmtes triggern?
Haben wir irgendein Item, das uns dabei helfen kann? Getragen, das sind ja alles getragene Items, ne? Ja, ausschließlich. Goldmagnet, ne? Luxport. Tja, ja, wenn ihr das doch mal so von der Gerät, dass Titanes ins lokalisieren kann. Ja. Das ist der rote Sticket, ja, logisch. Ich schau nur ganz kurz EP-Chip, ne? EP-Einkommen für eine Stunde. Mit Sicherheit werden sich noch einige aufregen. Hier rüber. Ich warte immer noch verzweifelt auf Fähigkeitsblitz 69. Ich erwarte, dass es eine richtig heftige Attacke ist. Ne? Aber was weiß ich schon, ne? So, haben wir das schon mal gefangen? Nein, haben wir nicht. Wir haben die Vorentwicklung. Das sah gerade so aus, als ob er weinen würde. Mittlerweile ist es ein Meme, dass mittlerweile mein Pitterbite, also mein Golden Pet hier, das Zeitliche segnet. Ich habe jetzt Angst, dass es zu heftig wird. Okay. Das müsste ein... Das ist ein Blitz. Okay, das ist alles klar. Dann brauche ich einen Static-Spinner. Habe ich einen? Ja. So. Nice. Groschott, ja, ja, okay. Der penetrante Geruch hat die 20%ige Chance, bei seinem Gegner Verwirrung auszulösen. Als Teamanführer hat es die Chance, außerhalb des Kampfes wilde Kurumon abzuwehren. Okay. So ähnlich wie das Mii-Modul und der Stinkeduft. So. Das hier ist Slimson oder Slimson, nennt ihn wie ihr wollt. Was soll's? Es ist wie es ist. So, los geht's. Weiter geht's mal nicht. Natürlich. Schickes Koromon. Hatte ich noch nicht gefangen. Wird langsam Zeit. Oh. Oh, das ist stark. Das ist stark. Oh, ich hab's gewandschottet. Verdammt. Dammit. Damit habe ich jetzt... nicht gerechnet. So Leute, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss Golden Pet zurückholen. Mit der Phönixscherbe. Aber die Musik ist ja richtig gruselig, ne? Beziehungsweise mysteriös. So, ne? Spezialverteidigungskuchen nehme ich gerne mit. Also Foodbuffs sind auf jeden Fall hier ein Segen. Okay. Wir können drüber reden. Natürlich. Dieselbe Attacke. Mutter, wie Mutter und Kind. So. Doppelhieb. Mmh.
Okay. Okay. So. Ich will den Kampf auch nicht verlassen. So, ein Eis-Kältespinner sollte genügen. What? What? No! No! Oh, ich hab so viel Angst. Ich hab so Angst. Elektroschock. Drei meiner Koromon sind down. What the heck? So, eigentlich weiß ich, ob das was bringt. Also mit der Paralyse, ob das was bringt. Nein. Sie ist sehr stolz. Okay, dann es ist Zeit für den Goldspinner. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja auch einen Platin-Spinner. Oh, bitte lass es ausreichen, bitte. What? Das kann nicht sein! Ist die hartnäckig, du? Ist die hartnäckig? Okay, nicht getroffen. Immerhin. Ja, nehmen wir die Giftbienen, weil die... Okay, ich wollte nur weniger Schaden anrichten, aber so wenig nun auch wieder nicht. Das war quasi eine Zahnstocherattacke. Und keine Giftbienen. Here we go. Viertes Koromon down. Oh Gott. Sieht nicht gut aus. Aber damit erzähl ich euch nichts Neues. Ja. Ah! Gott. Okay. Alles gut? Die ist so... Oh. Ich will nicht zu viel wehtun, ich will sie nur einfangen. Kein Grund zur Sorge. Jetzt habe ich Grund zur Sorge. Jetzt muss es aber wirken. Die LP sind jetzt so niedrig. No! No! Oh Gott! Die sind alle effektiv, verdammt. Let's go. Verdammt, das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Oh, Level 47. Das ist, beruhigt mich aber. Wow, no way. No way. No, 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 no. Alter, dieses Korum ist so lästig und ekelhaft.
Probier's doch einmal. Vielleicht haben wir Glück. Ja! Oh Gott! Ah, ist das peinlich. Peinlich des Todes. So, Schwerverletzer, wenn der Koromon einem Gegner eine Statusprobleme oder eine Statusveränderung zufügt, wird der Schaden des Ziels AP um 10% erhöht. Okay. Ha, ich weiß nicht, ob ich den Namen schon habe. Ansonsten würde ich sie noch anders nennen, aber... Für mich ist sie auf jeden Fall eindeutig, was wie ihr das seht, aber für mich ist sie eindeutig eine Ludmilla. Leider nicht Level 61, aber was willst du machen? So, Basi, Basi braucht sehr viel Verteidigung. Darin sind wir uns bestimmt alle einig. Und dass meine Koromon underlevelt sind, ich denke, hier wird das Ganze nun bestraft. Ja, ich brauche dringend, ich muss hier weg. Ganz schnell weg. Weil so kann ich nicht weitermachen, unmöglich. Diese Koromon hier sind definitiv gefährlicher. Der Spaß hört jetzt auf, Leute. Bis zu Vlamma, glaube ich, war das genau. Einschließlich war das alles nur Aufwärmtraining. Der richtige Shit fängt jetzt erst an. Natürlich. Mein bester Freund. Mal heilen. Let's go! Na gut. Nein, ich hasse diese Attacken. Wie gut, dass er nur zweimal getroffen hat. Ich krieg das Kotzen. Kriegen wir es zumindest hier noch mit Trainerkämpfen zu tun, weil ich könnte ein bisschen Geld gebrauchen. Kann den Kampf nicht verlassen. Heute ist echt mein Glückstag, ne? Ah, Mann! So langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Oh, ausnahmsweise mal Glück gehabt. Natürlich. Carpador setzt Platsche ein. Nichts passiert. Selber Effekt. Let's go. Oder auch nicht. Noch ein drittes Mal? Nein? Immer noch kein Level 51. Sag mal, was ist hier mit... Was ist mit dir los? Ist es dein Ernst? Mir fällt dazu gar nichts mehr ein, okay? Diese Eishöhle ist mein Untergang. Okay.
gut. Perfekt. Was für eine Ironie. Was für ein... Das ist eine noch größere Ironie. Gerade diese Attacke, die nie bei mir trifft. Ich glaube, ich werde hier hops genommen. Okay, gleich bekomme ich den Gnadenstoß. Fast. Fast. Ja, jetzt aber. Ich glaube, das wird erstmal so ein bisschen weitergehen. Auf diese Art und Weise. Was bringen einen diese Meilensteine was? Bringe gar nichts mehr. Okay. Hätte ich drauf kommen können. Hä? Okay. Na. Take this. Okay. Ich grinde mit Ronny. Level 100. Road to Level 100. Aha. Was denn gerade? Okay, Speicherpunkt erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Das ist zumindest das Gute am Spiel. Also da muss ich wirklich die Entwickler loben. Er ist ausgeruht, wie auch immer. Wie immer, natürlich wollte ich es gerade sagen, nicht wie auch immer. Ich glaube, es ist auch relativ schlau, das so zu machen, mit Ronny hier durchzustriken sozusagen, damit wir den obersten Punkt erreichen, keine Ahnung. Oh. Natürlich. Ganz genau. Der Meinung bin ich auch. Natürlich. Eine andere Lösung hast du natürlich nicht. Oh, das geht. Klebeschicht. Na gut, wen juckt's? Du bist besiegt. Ich würde schon fast sagen, AP, ne? Fast Level 62. Am Ende wird mein Starter Kurumon der stärkste sein. Ich kann Stink. Deswegen haben wir den Stinkduft.
Das habe ich schon gefangen, ja. Das habe ich ja neulich getötet. Ich konnte es nicht fangen. Sehr gut. Es tut mir leid, aber was soll ich machen? Level 62, wohlverdient. Am Ende besiegt Ronny den Eistitan im Alleingang. Oh. Sehr gut. Damit kann ich leben, ja. Aber sieh doch. Ich bin ein wenig irritiert. Ja. Aha. Und ich kann nur zuschauen und nichts tun. Ich kann nur zuschauen und nichts tun. Hier sind wir mal anders. Blizzian, ja. Hat mir zumindest ein paar EP beschert. Das ist doch die Hauptsache. Sehr gut. Nutze ich für später. Warte. Ja! Das habe ich natürlich von Anfang an gewusst. Ich wollt nur so tun, als ob ich es nicht wüsste. Das ist alles. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich kann mir selber nicht glauben. Oh Mann, was ist hier los? Potenzialduft. Sollte ich mal bei Zeiten verwenden? Natürlich, Giga Quark, ja, natürlich die größte Chance. Oh, nice. Keine schlechte Performance gegen ein Eiskoromon, aber gut. Darf ich auch das Level nicht vergessen, ne? Level 58, warum auch nicht? Ein bisschen gegrindet. Ist doch auch in Ordnung. Okay. Das wird jetzt ekelhaft. Ein Hambi? Was macht ein Hambi hier? Ist viel zu kalt hier. Gleich wieder down. Aber ich weigere mich auch hier Items zu verwenden, weil das bringt ja nichts. Immerhin, Giga Quark, die levelt sich auch ein bisschen hoch. Nur meine schwächeren Koromon haben nicht die Gelegenheit dazu. Es ist schon ein Armutszeugnis, muss man schon so sagen. Die Frage hat sich ja übrig. Oh Mann, der verpasst. Du sag mal ganz ruhig. Doppelhieb! Ah, jetzt, versuchst du mich mit einer Klebeschicht hier festzuhalten? Natürlich! Was denn sonst?
Mehr kannst du doch auch nicht. Oh, jetzt will ich sie so richtig aufpulustern. Hier, nimm das. Das reicht nicht. Verteidigung. Das war's. Level 53. Immerhin. Bärfrucht, auch nicht schlecht. Okay, das war's jetzt. Okay, Speicherpunkt erreicht, das ist wunderbar. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue. LP-Kuchen, AP-Kuchen. Wait a second. Das erkenne ich deutlich. Okay. Was ist denn hier drinne? Abgesehen vom Krischmull. Natürlich. Niedergeschlagen. Sehr schön. Hervorragend. So, machen wir's. Ah, da will sich der Artgenosse, der Herr Artgenosse rächen. Und ist auch hochgelevelt. Okay. Das ist gar nichts. Das ist was. Ja gut, was erwarte ich, wenn Sporky so underlevelt ist? Was erwarte ich denn? Damit muss ich irgendwann mal rechnen. Und es lief erstaunlich gut. Schade. Kein Level 50. Dafür ein Sieg. Den man aber nicht lange genießen kann. Jetzt kommt hier der große Bruder. Oder der Daddy. Der Vater. Wow. Gefährlich. Selbstverständlich. Da kommt dann wieder meine Geheimwaffe. Ronny mit seinem Feuersturm. Na, was sagst du dazu? Dachte ich mir. Sporky reicht mir jetzt aber. Jetzt aber. Sehr gut. Ja, gut. Wow. Glänzend. Deswegen ist die Genauigkeit gesunken. So glänzend, dass ich geblendet bin, oder was? So schlimm kann es nicht sein. Level 63. Mach nichts. Ich will den Kampf gar nicht verlassen. Und das war's mit dir.
Wenn das so weitergeht, erreicht Ronny Level 70 und alle anderen sind underleveled. Handschuhcoupon. Okay. Energieedelstein. Okay. Let's take a look. Let's take a closer look. Einige sind wahrscheinlich getriggert, dass ich immer noch keine Fähigkeit... Ich habe einen Fähigkeitsblitz verwendet, aber da hat irgendwie nicht viel gebraucht. Okay, da ist irgendwie nichts passiert. Weiß ich warum. Ein Totenkopf. Ist es ein gutes Zeichen? Könnte das wichtig sein? Ja. El Pico. Okay. Es ist wichtig. Und wieder die gleiche Leier. Okay, schon mal sehr gut. Natürlich! Noch gar nicht gefangen. Dann nehmen wir mal eine schwächere Attacke. Oh, der kann aber ganz schön austeilen für Level 46. Wow. Der noch als potentes Koromon. Dann habe ich ein unbesiegbares Team sozusagen. So ein Bone-Spinner. So. Der Standard, Sandtyp ist ja klar. Alle setzen Stopp schon. Steinfaust ist extrem overpowered. Stellt ihr den Dude auf Level 70, Level 75 vor. Das Koromon stört sich an kritischen Treffern nicht und reduziert den Rindschaden um 25%. Okay. Geheimtipp quasi. Das ist, Brad. Brad mit D. Hm? Nein. Der kommt erstmal hin. Ja, Meilenstein. So, jetzt aber. Ein Fähigkeitsblitz. Wow. Wie komme ich da nach unten? Ja. Ja, so funktioniert das Ganze aber nicht, ne? Das ist sehr convenient. Ah, ein Platin-Spinner. Den werden wir auch brauchen. Wow. That's a good one.
Da ist Goromon, fehlt mir sowieso ein potentes, glaube ich. Zumindest ein gutes potentes. Ein gutes potentes, wie das klingt. So, da ist ja Justus, also ist das, der toller Justus. Ne? Weiß ich, passt das? Ich will es ausprobieren. Was mache ich denn hier? Ah, Mann. Gut, dann ist es halt eben. Dann ist es eben der Mega Justus. Auch nicht? Okay, passt auf. Dann ist es einfach. Dann ist es einfach. Upsala. Mac Justus. Ne? Von und zu. Herr von und zu Mac Justus. Nice. Warum nicht, ne? Kann man ja machen. Warte mal. Das ist ein Rätsel. Wait a second. Okay. Ja. Na. Du bist nicht potent, du bist nicht gut genug. Wobei, ich glaube, ich habe auch ein potentes Crybeast. Kann das sein? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich hab ein Gedächtnis wie ein Sieb. Natürlich. Take this. Kalter Körper ist eingefroren. Was kümmert mich das? Ich bin fast Level 64. Prinzipiell habe ich Ronny schon fast so weit. Okay, dieses Rätsel ist sehr von Bedeutung. Das kann man auf jeden Fall festhalten. So, Feuersturm! Eins muss man diesem Goromon lassen, ist sehr, sehr zäh. Okay, here we go. Hätte mich ansonsten noch gewundert. Level 64. Ich sag's schon. Ronny wird den Titan im Alleingang besiegen. Ich sehe schon vor mir. Verdammt. Na, geht das so? Glücklicherweise. Ah, okay. Ich muss von ganz... Ja. Haben wir noch mehr hier? Sand. Simpelspinner. Ist alles, ne? Ah, ich weiß, was hier los ist. Ich weiß ganz genau, was hier los ist jetzt. Die Steine soll... Das hatte schon seine richtige mit den Steinen.
Ich dachte erstmal, das ist ein bestimmtes Rätsel, wo sich irgendwie eine Tür öffnet, aber... Hier ist was ganz anderes los. So, Wasserfall. Ja, werde ruhig sauer, werde ruhig sauer. Los geht's. Hier, du brauchst eine kalte Dusche. Kalt ist es ja genug. Das heißt, ich kann ruhig Wasser ablassen. Okay. Das heißt, ich kann erstmal hier wieder nach... Ja, okay, damit... Jetzt verstehe ich's. Wir konnten das gar nicht vorher. Da war was. Das wird jetzt kritisch. Gut. Nicht berühren lassen. Er ist so gut wie besiegt. Natürlich. Oh! Das ist sehr, sehr, sehr... Wow. Das ist knapp gewesen. That's it. Boah. Puh. Verdient Level 59. Das war nämlich ein Krimi. So, und hier war was? Ein Kältespinner. Speicherpunkt erreicht, was auch sehr gut ist in dem Sinne. Und jetzt wird es verdammt nochmal ekelhaft. Ja. Ich finde diese Rätsel nicht mehr witzig. Wirklich nicht. Im Ernst? Okay, sehr gut. Okay. Die brauche ich auch. Wir bekommen... Das ist kein Zufall, dass wir die jetzt bekommen. Und ich sehe hier die Kristalle. Ich sehe die Kristalle, Leute. Wir sind ganz in der Nähe der Wobunianer. Haben Sie bereits irgendetwas mit dem Eistitan gemacht? Das wäre sehr interessant zu wissen. Weil ich habe kein gutes Gefühl. Wir dürfen nicht vergessen, was Hosei, der Feuertitan, gesagt hat. Und was wir selber gesagt haben, sind wir zu spät? Halt die Frage.
Okay. Das ist nichts. Das ist nichts. Sprungtritt und zack, ab dafür. So, na hier. Ich sehe schon. Wir nennen uns den Wobunianern. Meine kann's schon hören. Und das, ich denke, es dürfte klar sein, dass wir nicht den Hauch einer Chance haben. Und das ist nicht pessimistisch gemeint. Nicht, dass ihr das jetzt denkt. Wie komme ich daran? Was könnte das bedeuten? Wir nähern uns unserem Ziel. Sehr gut. Ich denke, ein harter Fight steht uns noch bevor. Damit erzähle ich euch nichts Neues. Der Titan. Okay, das ist jetzt der perfekte Ort, dass wir wieder zum ersten Stock zurückgelangen, weil ich will natürlich erstmal meine Koromon heilen. Na gut. Überschreiten! Super Sauger! Okay. War nicht mal notwendig. Ich habe schon wieder Geld verloren. Ich glaube, ich bin pleite, oder? Ja. Ich meine, was willst du machen? Was willst du machen? Was ich mir aber gerade frage... Wie einkaufen kann ich mir nicht, aber ich habe ja genügend Items. Also ich will nur schauen... Haben wir zufällig eine Juba-Frucht oder eine Kanul-Frucht? Gar nichts davon. Ja gut. Alles klar. Gut, dann ist es halt so, ne? Was ich mich aber frage... Wir sind alle gefangen.
gefangen, ja, geschnappt. Also hier frage ich mich, was... Irgendein Koromon habe ich mir nicht geschnappt. Ich kann es mir nicht erklären, oder ist vielleicht ein Bug? Keine Ahnung. Kann mir aber auch egal sein. Here we go. Sechster Stock. Das dürfte interessant werden. Das ist der Eistitan und aus irgendeinem Grund sieht er nicht gerade gut aus. Ist er infiziert? Offensichtlich. Bewahre. Forst? Oder Fjörst? Weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Fjörst? 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 Bewahre, bist du das? Es ist nicht zu spät. Ich kann mich nicht mehr beugen. Das Gleichgewicht. Es gibt mein Element nicht mehr weiter. Jetzt fühle ich nur noch diese dunkle Partikel langsam. Alles Gute herausdrückend. Velour, dieser Planet, ist dies das Ende? Ist alles darauf hinausgelaufen? Tu es einfach. Mach meinem Elend ein Ende. Wow. Du stehst First entgegen. Los, Golden Pets. Du scheinst entschlossen zu sein. Ich wünschte, ich hätte das früher sehen können. Das ist sehr dramatisch. Er tut nichts. Warte, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passt hier nicht. Nein, nein, irgendwas passt hier nicht. Er schenkt uns nicht einfach so den Sieg. Ich glaube, gleich wird er von diesen Dingern übernommen. Das tut weh. Das tut so weh. Ich kann nicht tatenlos zusehen. Wenn ich den Löffel abgeben muss, werde ich ihn mit Würde abgeben. Ich fühle mich revitalisiert. Okay. Dann wird es jetzt spannend, Leute. Gar nicht getroffen. Okay. So, jetzt reden wir. Here we go. Yo. Er ist niedergeschlagen. Nochmal. Eisbarriere. Die nicht viel bringt. Ja gut, er ist geschwächt, ne? Er ist sehr geschwächt. Alles klar. Selbstverständlich. Das ist ein Titan. Aber trotzdem. Es ist viel zu einfach. Meine Koromon sind underleveled. Okay, alles klar. Okay, das ist viel, viel schwächer. Aber er blutet jetzt. Tja. Bringt das was? Ja, ein bisschen bringt das was. Alles klar. Ja, ich bin da vorsichtig. Ich riskiere es. Okay. Gemein, das hat sich ein bisschen gelohnt.
Erst war sie viel zu schwach. Die Elemente deines Koromon so stark, so perfekt. Ich weigere mich, alles davon abzugeben. Oh, wow, warte. Sie sind eingefroren. Zeige mir, dass du diesen Planeten schützen kannst. Zeige mir, dass du bewahren kannst. Okay. Wow. Ja, das ist... Oh, das wird stark. Das wird eine starke Attacke sein. Ja, und das ist sie auch. Okay, gehen wir aufs Ganze. Zuallererst... Verteidigungsgruben. So, nein, das will ich nicht. Nochmal. Was? Und er kommt nicht mehr wieder? Was ist das für eine Attacke? No way! Ne, dann hole ich Benny zurück. Benny ist der Einzige, der es irgendwie... der das irgendwie besser wegstecken kann. Oh! Okay, es reicht mir. Again! Das interessiert mich nicht. So, als nächstes Angriffskuchen. Wie süß. Ich hoffe, er setzt gleich nicht wieder seine Attacke ein, wo er mich wegfegt. Das wäre nicht so schön für mich. Das ist schon heftiger. Ich muss gleich Spezialverteidigung erhöhen. Weil Spritzer ist sehr gefährlich. Ich will nicht zu viel riskieren. Spezialverteidigung. Ich habe nur eins, aber macht ja nichts. Besser als gar nichts. Damit habe ich gerechnet. Ich habe ja noch Benny. Kein Grund zur Sorge. Trotzdem, Spritzer ist verdammt nochmal stark. Ich bleibe weiter bei Feuer erstmal. Oh, kein Crit. Bitte kein Crit. Okay. Ja, ist schon stärker, als ich dachte. Okay. Da nutze ich doch die Gelegenheit und pfeife mir einen Angriffskuchen rein. Spezialangriff sollte ich auch gleich erhöhen. Nein! Okay, here we go. Benny, Körperschuss. Nein, nicht ein drittes Mal treffen, nicht ein drittes Mal treffen. Nein, 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 nein.
mal. Natürlich. Nur einmal treffen, bitte. What? Ein Crit? Beziehungsweise Spezialverteidigung ist gesunken, das war's, okay. Ja. Müsste gut aufpassen. Okay, kein Spritzer. Das ist schon mal sehr gut. Er fängt Feuer. Tja, hättest du es vorher eingesetzt, dann wirst du jetzt nicht, würdest du jetzt nicht schmelzen. Das war's mit dir. Fjorst wurde besiegt. Ronny ist siegreich. Mein Starter, Kurumon. Nicht schlecht. Das ist krass. Diese Kraft. Dieser Geist. Ein wahrer Retter. Ein wahrer Bewahrer. Warte. Ich fühle vier meiner Brüder in deiner Gegenwart. Das bedeutet, mit mir eingeschlossen, es gibt nur noch eine einzige Titanessenz, die es zu bewahren gilt. Ich werde diese Essenz finden, egal was ist. Nimm jetzt meine. Meine Essenz geht schnell zur Neige. Ich kämpfe, um diese physische Form über Wasser zu halten. Ich präsentiere dir jedes bisschen, das von mir übrig ist. Genieße es. Wow. Das ist alles von mir. Gehe vorsichtig damit um. Wow. Geh jetzt, wir müssen meine Schwester finden. Sie muss kämpfen, so wie ich, gegen diese dunkle Energie. Okay. Froschspitze? Star, wie bist du? Endlich! Es ist schlimmer geworden, diese Scherben tauchen einfach überall auf. Allah, wie ist nicht mehr sicher? Greta hat die Dorfbewohner aufgerufen, abzuhauen und dann kamen diese Wissenschaftler-Nerds, um uns zu helfen. Sie kannten deinen Freund auch, also ließ ich den Thomas-Typen in ihre Obhut. Okay. Meinst du es Luxolis? Ganz genau, ich habe ihresgleichen nicht mehr gesehen, seit sie den Trainerhub in unserer Stadt lange hergebaut haben. Es scheint, dass einige von ihnen herumhängen, obwohl die Stadt in Trümmern ist. Sie suchten auch nach dir. Ich muss gehen und mich um meine Leute kümmern. Viel Glück, wir werden es beide brauchen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wow. Zu krass. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Was hat das zu bedeuten? Sie suchten auch nach mir. Tja. Ich kann mir gerade einen Kurumon-Kampf nicht leisten. Der Trainer ist immer noch hier? Okay. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. So. Ja, gut, ich verstehe. Hä? War das vorher auch schon da?
Okay. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Hä? Was ist so denn? Jari. Nein. Es ist nicht sicher zu kämpfen, besonders am Rand. Wie wäre es dann hier? Okay. Ich habe keine Chance, okay? Dürfte sehr eng fallen werden. Na gut, dann probieren wir es mal. Okay. Oh, Kanulfrucht. Die hat aber auch einen Nachteil. Ja, das ist ein Nachteil. War's mit dir? Okay, das war doch einfacher, als ich dachte. So, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, Spezialverteidigung könnte ein bisschen... Wäre schon okay. Okay. Das wird natürlich ein bisschen tricky. Ja gut, ich kann den Kampf nicht verlassen, aber was juckt mich das? Beides nicht sehr effektiv. Was? Okay. Nochmal. Ich hasse das. Nicht nachlassen. Okay. Dann nutzen wir den Kombikuchen. Das passt perfekt. Okay. Mal. Schnürflammen, aber was bringt denn das? Ich will sowieso mein Koromon gerade nicht wechseln. Okay, eine gefährliche Attacke. Oh, ist eingefroren. Das muss ich einmal nutzen. Kritischer Treffer, je zornig. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Here we go. Ja. Glücklicherweise rechtzeitig reagiert. Oh, das ist mies. Das ist mies. Ein LP. Aber der... Manchmal kann es eben sehr ausschlaggebend sein, ne? Das kann über Leben und Tod entscheiden. Von daher, nicht schlecht. Level 65 für Ronny, wohlverdient. Ja gut, ja dann... Probieren wir das mal aus. Wird aber nicht viel bringen. Oh. Try this. Schon fast Level 66, meine Güte, was ist denn hier los? Verlieren ist für mich okay, solange ich sicher verliere. Alles klar. Wenn du das sagst. Es ergibt für mich keinen Sinn hier. Aber offensichtlich habe ich einige Orte übersehen. Ach, hier war das. Ich würde gerne zurück nach Vlammar zurückkehren. Zurück nach Vlammar zurückkehren, wie das klingt.
wieder nach Vlammar zurückkehren. Von dort aus den Teleporter verwenden. Es sei denn, die Wobunianer kommen ganz unerwartet. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. So. Erstmal eine Heilung gönnen. So, wie viel habe ich? Geld, ein bisschen Geld habe ich durch den Trainerkampf, was an sich auch ganz nett ist. Die Frage ist, muss ich jetzt zurück zur Donauinsel? Ich schaue mal gleich in der Quest nach. Weil die, das will ich zumindest noch mitnehmen. Bevor wir diesen Part beenden, weil wir haben ja ganz schön viel geschafft heute. Hätte nicht gedacht. Ich dachte, die Wobunianer würden noch in Erscheinung treten. Da lag ich aber falsch. Die letzte Titanessenz ist im Bereich von XX oder Ischun zu finden oder Xkun. Sie suchten auch nach mir. Ich glaube, das müsste ja dort sein, ne? Wir gehen trotzdem nochmal hier zurück. Geht das nicht? Ah nein, ich muss ja... Ne. Jetzt geht's. Na, logisch. Jetzt geht es. Alles klar. Was ist mein Sucht nach mir? Hier hieß die Karte komplett. Ja, es muss auf jeden Fall diese... Ja. Und hier ist, glaube ich, nur Nelson. Naja, hier ist nur Nelson. Alles klar. Ich vergesse es immer, weil ich halt immer an die Zeit von damals denke. Wo das eine Gebäude noch hier war. Hier mitten im Campus und nicht hier außerhalb. Im Strahlenpark, aber ist halt so, wie es ist. Können wir mit Riegel reden? Aber hier, glaube ich, hier ist er ja gar nicht, ne? Nee, Quatsch. Ach nee, Quatsch, die waren doch im anderen Gebäude. Die waren doch im anderen Gebäude. Ich hab's hier total verpennt. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich muss aber anklopfen, genau, das war's. Ich musste anklopfen. Oder warte, nein. Oh Mann, ich bin hier. Fragt mich, okay? Fragt einfach nicht. Ich bin gerade irgendwie total lost-mäßig unterwegs. Lost-mäßig unterwegs, wie das klingt. Hier ist nichts Neues, okay. Alles klar. Jetzt aber. So, ne? Ah, ne, hier. Jetzt habe ich meine Kochsmütze an. Okay. Die sind alle weg. Okay, ich werde jetzt wieder meine... Achso. Kannst du dich benutzen, während du dich bewegst? Habe ich auch noch nie gehabt.
Aber der Beweis dafür, dass sie hier jetzt komplett weg sind. Die sind wirklich im Gebirge. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, die sind irgendwie wieder zurückgekehrt. Ja gut, dann wissen wir ja, wo wir lang müssen. Das ist die letzte Gegend, die jetzt noch freigeschaltet werden muss. Jetzt bin mal darauf gespannt. Tatsächlich, Riegel ist hier. Ja, Leute. Das ist ja krass. Wir sprechen noch ganz kurz mit ihm. All dieser Schaden. Absolut unglaublich. Ja, und nicht nur in Alhavi. Es gibt Berichte von Pelé in Vlama. Sie tauchen auch im westlichen Batavi-Gebirge auf. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, werden sich diese Scherben auf ganz Velour ausbreiten und darüber hinaus. Oh. Thomas, lass uns alles über die Vobunianer und ihren schändlichen Plan wissen. Sollten sie erfolgreich sein, werden die Elemente, die wir kennen, Wasser, Feuer, Eis, alle durch ein einziges Element ersetzt. Ihr Element, dunkle Magie. Das werden wir nicht zulassen. Die Titanen, sie haben einen Plan, um das zu beheben. Wenn wir alle ihre Essenzen zusammenfügen, können wir das Blatt wenden. Es ist nur noch ein Titan übrig. Ah, wir waren also auf dem richtigen Weg. Alle sechs Titanessenzen sollten zusammen reagieren, eine Art elementares Gleichgewicht bilden. Ich verstehe. Ja, natürlich. Die Titanen manifestieren sich ungefähr zur gleichen Zeit, als die Vobunianer ankamen. Das macht alles Sinn. Die Titanen, sie sind der Verteidigungsmechanismus unseres Planeten. Diesen Weg müssen wir fortsetzen. Dunkle Magie kann unseren Planeten nicht übernehmen. Stavi, wir müssen uns beeilen. Nur noch eine Titanessenz, sagst du? Ja, aber ich weiß nicht, wohin ich hingehen soll. Du musst nach Chalchu, Herrscherin des Wassers. Du musst Chalchu, Herrscherin des Wassers, finden. Ihr Gebiet ist draußen auf dem Meer. Roseanne, können wir Stavi den genauen Ort angeben? Sicher doch. Der Essenzorter zeigt nicht mehr auf den Ozean. Chalchu, sie ist wohl umgezogen. Die Koordinaten sagen jetzt, dass sie sich in den Ruinen von Ixchu befindet. Wir haben schon lange niemanden mehr zu den Ruinen von Ixchu geschickt. Sehr lange. Ja, da ist nichts. Die Ruinen von Ixchu sind seit Menschengedenken verlassen. Aus diesem Grund haben die Koromon übernommen. Es gibt sehr starke Koromon, die diese Ruinen durchstreifen. Auch Koromon in vielen verschiedenen Typen. Stavi, nach all dem, was du durchgemacht hast, glaube ich, dass du und dein Team am besten gerüstet sind, um durch diese Ruinen zu navigieren. Darauf kommt es an. Finde den letzten Titan. Verhindere, dass dunkle Magie Velour übernimmt. Alles, was Loxolis hat, steht dir zur Verfügung. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Wir alle glauben an dich. Und damit müssen wir uns erstmal ausrüsten. Wir wissen, worauf das hinausläuft. So viele Items. Können wir hier noch rein? Tatsächlich. Da ist eine Frucht, ob ich die brauche. Ich glaube eher nicht. Kann ich dich jetzt mitnehmen? Nö. Ganz unbekümmert. Versteht nicht, was um ihn herum passiert. Dieses unbeschwerte Leben hätte ich auch gerne. Ich würde zumindest gerne diesen Ort verlassen wollen, aber das geht ja gar nicht. Ist es möglich, dass wir... Nein. Keine Chance. Einen Orter. Du musst da teleportieren wahrscheinlich nicht, ne?
Oh. Larry, das ist Larry. Star, wie ich weiß, du erwartest den guten alten Larry, den lustigen alten Larry, den schrulligen alten Larry. Nun, dies ist nicht die Zeit für Witze. Die Welt geht unter. Oh. Schau, ich habe dir jedes Modul gegeben, das ich derzeit habe. Warum nimmst du nicht stattdessen einfach ein paar dieser Gegenstände, die ich durch meine Meilensteine verdient habe, bevor ich Vorgesetzter wurde? EP-Chip, alles klar. Wir kriegen von unseren Kollegen jede Menge Stuff. Es ist schon fast eine bedrückende Stimmung. Müssen wir da durch? Offensichtlich ja. Da war ich auch noch gar nicht, ne? War das vorher? Ich meine, da war auch hier jemand, ne? Hier war auch jemand vorher, ne? Ja. Ja, okay. Es geht nur hier durch. Alles klar, Leute. Wenn selbst jemand wie Larry absolut traurig ist, am Boden zerstört ist, da muss das schon was heißen, Leute. Es wird ernst. Wir werden uns die letzte Titanessenz schnappen, aber zu welchem Preis? Welche Gefahren lauern auf uns noch? Wie stark werden die wilden Koromon sein? Werden es vielleicht infizierte Koromon sein? Mit den roten Augen? Durch die Wobunianer logischerweise? Was passiert noch? Kehren doch vielleicht die Umbra Noctis zurück? Wahrscheinlich nicht. Was erwartet uns? Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend und ist auf jeden Fall sehr interessant. Definitiv. Wir müssen auf jeden Fall die Wobunianer aufhalten, ob wir das in der nächsten nächsten Folge schaffen. Das bleibt abzuwarten, wie lange wir dafür brauchen. Aber es sieht ganzer, wenn wir uns die Karte anschauen, sieht es wirklich sehr danach aus, dass wir bald das Finale erreichen, liebe Freunde. Die Frage ist, müssen wir nur gegen den sechsten Titan kämpfen? Oder ich glaube, da werden auch die Wobunianer noch gegen uns kämpfen wollen. Mit irgendwelchen anderen verseuchten Koromon, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Auf jeden Fall alles hier sehr interessante Gegenden, die wir hier erkundet haben. Fehlt also noch die allerletzte Gegend. Und die führt hier hin und wir befinden uns tatsächlich hier. Also das ist der richtige Weg. Also, ihr dürft gespannt sein, Leute, und ich würde mich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützen könntet. Diesen Kanal abonniert und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr keinen weiteren Part von Koromon oder grundsätzlich ein weiteres Video auf diesem Channel verpasst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, was ich wirklich sehr zu schätzen, dass ihr euch dieses Video anschaut, dass ihr dieses Let's Play anschaut, das bisher, Stand Upload-Datum dieses Videos, sage ich mal, das bisher erfolgreichste Let's Play auf diesem Kanal. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich, mit euch dieses Spiel zu spielen. Und möglicherweise, wenn wir das Finale erreichen in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall gehypt, Leute. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch das Beste. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ciao.